So, da sind wir auch schon wieder zurück mit neuen Aufgaben. Wir haben heute Dienstag. Ich hatte ja gestern gesagt, dass am Donnerstag erst Aufgaben kommen, aber anscheinend bleibt der Dienstag jetzt erstmal für die normalen Wochenaufgaben, aber am Donnerstag sind uns ja durch das Freaky Frühling Event, sag ich jetzt mal, also Ostern allgemein, sind uns auch für Donnerstag Aufgaben versprochen worden. Wir werden da einfach erstmal abwarten. Worum soll es in diesem Video gehen? Ganz genau, schließe mindestens ungewöhnliche Aufträge. Was ist damit genau gemeint? Also, ihr seht, ich habe 3 von 5 schon fertig. Ich denke mal, das haben die meisten auch schon. Und das kam jetzt nur durch die Tagesaufgaben. Weil ihr seht schon, hier sind nur die normalen Aufgaben, die dann nach den Tagesaufgaben kommen. Aber die werden nicht gefordert, weil das sind gewöhnliche Aufgaben. Ungewöhnlich ist grün und selten ist halt genau die blauen. Heißt, ich werde jetzt quasi dafür bestraft, dass ich schon so weit bin in dem Spiel und werde dann eine von diesen Aufgaben noch machen müssen, damit ich die weiteren Aufgaben bekomme. Ich hoffe, ich konnte den meisten jetzt helfen. Also schließt eure 3 täglichen Aufgaben ab, habt ihr schon mal wie ich jetzt 3 von 5 und dann halt noch 2 von diesen blauen Aufgaben. Zum Beispiel, ihr habt mit der Harpune noch keinen Kill gemacht, macht den Kill. Dann, was gibt's noch? Ihr seht ja, danke dem Busfahrer, habe ich jetzt 150. Ich dachte eigentlich, die Aufgabe hätte ich auch schon fertig, aber auch noch nicht. Dann Eliminierung mit gewöhnlichen und ungewöhnlichen Waffen. Bedeutet, richtig, erstmal grün nur und grau. Also ihr dürft keine blauen Waffen benutzen, sondern nur grün und graue Waffen. Dann Steine zerstören, setzt Gegner in Brand, holt euch einen Feuerbogen, einfach alles anzünden, was ihr findet. Haut die Möbel kaputt, haut die Büsche im Flessenpark kaputt. Also es gibt so viele blauen Aufgaben, ihr könnt ja gerne auf meinem Kanal rumgucken, was alles so geheime Missionen sind und ich denke mal, dann wird die Aufgabe auch jeder hinbekommen. Ist ein bisschen verwirrend, weil wir uns nie Gedanken darüber machen, was ist ungewöhnlich oder gewöhnlich, weil wir wissen einfach, dass es selten ist blau, dann episch ist lila und legendär ist natürlich dieses Gelb-Gold. Aber das ist halt damit gemeint. Also Tagesaufgaben machen, dann 2 Stück von diesen blauen Aufgaben und schon kommt ihr in die nächste Phase. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ihr wisst ja, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen, Creator-Code eintragen, yt-familyhack und dann würde ich sagen, ich setze mich erstmal dran, mache hier noch 2 Aufgaben in aller Ruhe und euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.